Hitler fährt mit seinen Generälen durch ein Dorf. Dabei überfahren sie ein Schwein. Hitler schickt seinen Soldaten zum Bauern, um ihm die schlechte Nachricht zu überbringen. Der Soldat kommt kurze Zeit später mit Geschenken überhäuft zurück. Hitler: Wie haben Sie das gemacht? Der Soldat: Ich habe gerufen. Die Sau ist tot. Und damit seid gegrüßt, mein lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eggladum, zu einer neuen Folge, zu einem neuen Part Minecraft Anno mit dem Zwergenfürst. Ja. Hier sind wir also im Gasthaus zur Güldenen Schaufel. In meinem Dorf Arnor hängt die Schaufel überhaupt noch außen dran. Ja, zur Güldenen Schaufel, da hängt sie, die Schaufel, die vergoldete. Gut, ich habe hier einen Text vor mir liegen. Naja, also nicht in ausgedruckter Weise, ich habe hier in meinem Handy ein kleines Textchen. Ich habe mir hier eine lange Rede geschrieben, einen seitenlangen Text mit, ja, der Text gleicht ziemlich einer politischen Rede. Was mache ich denn jetzt hier? Ich platziere hier ein dauernd Holz, was ich noch später für eine Brücke brauche. Ja, hier wollen wir auch heute mal runtergehen. Dann will ich euch heute auch mal was zeigen in diesem Part. Ich werde den Teufel tun, und euch jetzt diese lange Rede vorzulesen, die sicherlich ganz viel politischen Sinn und Zweck hat und ganz gute, vielleicht sinnvolle Sätze drin hat und ja, ganz gute Sachen sagt zu dem Thema, was wir heute besprechen wollen. Aber ja, heute soll es um das Thema gehen, darf man das? Um die Frage soll es sich drehen, darf man das? Was darf man denn? Ihr habt es auf dem Thumbnail schon gesehen und ihr habt es an der Parts nochmal schon erkannt. Wir machen heute Minecraft Anno Part 88. Und zu diesem Anlass werde ich hier natürlich mal ein paar Witzchen reißen und es mir nicht nehmen lassen, mal ein paar Witze über Nazis zu machen und ich vorher aber das hier zu zeigen, unter der Erde, eine kleine Kampfarena, die ich offscreen mal gebaut habe. Ja. Hier kann man so wundervoll kämpfen. Hier könnte man wirklich mal, wenn man online spielen würde, wenn man Minecraft Anno mal in den Online-Modus bringen würde, könnte man hier so sehr schön mit anderen Leuten kämpfen. Kämpfe austragen. Okay, da sind zwei Türen. Von der einen weiß ich, wo sie hinführt. Ah, hier eine Truhe. Da ist ein bisschen Gold und eine Platte drin. Okay. Da sollte wohl noch was gebaut werden. Das hatte wohl noch einen Zweck. Ja, aus dieser Tür geht's raus in die Freiheit. Hier sollten zwei Betten stehen. Kann man ins Gladiator dann übernächtigen. Ja. Das wollte ich euch noch mal kurz, bevor ich das Thema anfange, hier mal zeigen. Gearbeitet. Hier gibt es einen kleinen Eingang zur Arena. Ja, so sieht's aus.
Ihr habt euch bestimmt beim Ansehen des Thumbnails gedacht, was will der von uns? Was will der heute hier für Witze reißen? Was will der hier erzählen? Und ja, vor allem will ich mit euch heute die Frage klären, ob man das darf, ob man überhaupt Witze reißen darf über... Ich wiederhole mich. Über Adolf Hitler, über den Nationalsozialismus und über Nazis. Ja, nun kann man sich zu Recht auch den Bedenken geben, kann man auch wirklich Bedenken haben wegen der Partnummer. Man sollte zu so einer Partnummer nicht solche Witze machen. Aber ja, ich sag's mal so, vielleicht sollte man es gerade deswegen, um vielleicht auch ein bisschen aufzuklären und sich darüber lustig machen vielleicht auch. Ich denke, es ist auch nicht so viel Falsches dran, sich über den Nationalsozialismus und über den Adolf Hitler und über Nazis lustig zu machen. Was sonst sollte man machen? Die andere Möglichkeit wäre noch, es ernst zu nehmen und es so zu sehr ernst zu nehmen, dass es eine Möglichkeit, die ich nicht in Betracht ziehen möchte. Auch für meinen Kanal nicht. Für mich und für meinen Kanal nicht. Um meiner Rolle als Aufklärer, ja, Aufklärer, das klingt jetzt ein bisschen falsch, das klingt jetzt ein bisschen schlimm, um meine Bildungsrolle jetzt hier mal ein bisschen Bildungsauftrag zu erfüllen. Die Leute, die es noch gar nicht wussten, deswegen die Partnummer 88. Ich sag's mal so, die Zahl 8, die kann auch für den 8. Buchstaben im Alphabet stehen. Es ist der Buchstabe H. Zweimal das, ja, wer jetzt 1 und 1 zusammenzählt, der... Oh, ich sehe mein Dorf gar nicht mehr. So weit sind wir auch schon mit Brücke raus. Ja, wer jetzt 1 und 1 zusammenzählt, der wird's ahnen. Es ist tatsächlich ein Symbol oder eine Zahl, es ist eine mathematische Zahl, die für Mathe-Rechnungen benutzt wird, aber auch von rechtsextremen Menschen, von Neonazis missbraucht wird. Und ja, deshalb hat die Zahl 88 auch ein bisschen wegen dieser Bedeutung, ja, ein gewisser Ruf, den ich jetzt wirklich hier nicht aussprechen möchte. Wegen diesem Ruf hat das auch so ein bisschen eine zweideutige Bedeutung und wird halt von Leuten, die dieser Ideologie nachgehen, von Nazis gebraucht, um halt nicht diesen Ruf machen zu müssen. Ja, deshalb, ich benutze diese Nummer hier auch nur zur Aufklärung und es ist auch mal wichtig, also ich finde es wirklich, um das mal zu verteidigen, um die Sache zu verteidigen, also nicht um die 88 und die Nazis zu verteidigen, Himmel, nein, um meine Aufklärung zu verteidigen, die Aufklärung halte ich auch in diesen Themen besonders wichtig, um halt auch die Vorsicht auf das Thema zu lenken. Also, dass man, ja, gerade in solchen Zeiten muss man aufklären
über solche Themen und auch bewusst sagen, dass das halt keine harmlose Sache ist, sondern dass das ja, mir fehlen da die Worte, dass ich da dass das kein witziges Thema ist. Das wäre jetzt vielleicht wieder ein Punkt, der dagegen sprechen würde, wo man da sagen kann, ja, es ist ein hartes Thema, wo man keine Witze drüber machen soll, aber nun habe ich jetzt noch in diesem Part keine Witze erzählt. Da komme ich vielleicht noch dazu. Aber ja. Ich finde, man sollte über alles lachen. Und ja, also das Leben nicht zu ernst nehmen und immer die Sachen lachen. Wenn man lacht, dann ja, wie soll ich sagen, dann schenkt man dem Thema auch nicht, wenn man beim Thema lacht, dann schenkt man dem Thema nicht zu viel Ernsthaftigkeit und ich persönlich möchte Nazis auch keine Ernsthaftigkeit zukommen lassen. Ich meine, das Thema an sich ist schon, es ist, das will ich nicht absprechen, es ist ernst, ist das Thema, also Holocaust und so weiter. Ich will jetzt dem Holocaust jetzt nicht die Ernsthaftigkeit abnehmen. Ich will den Nazis die Ernsthaftigkeit abnehmen. Den Leuten, die heute auch noch rechtsextremer Gesinnung sind und in solchen Idealen und Ideologien nacheifern. Dem will ich jegliche Ernsthaftigkeit nehmen und da auch über damalige Nazis und über Adolf Hitler darf man Witze machen. Man darf da drüber lachen und man muss nicht immer drüber weinen und muss nicht immer drüber klagen. Man kann auch drüber lachen. Das finde ich ist durchaus möglich und sich drüber witzig machen sowieso. Weil ganz ehrlich, der Adolf Hitler, das war auch eine Witzfigur. Eine Witzfigur, die an die Macht gekommen ist. Und die das deutsche Volk seine Macht übergeben hat. Also die das deutsche Volk sich leiten lassen hat. Ich will nicht führen sagen, aber ja, leiten. Das ist eigentlich ja. Das deutsche Volk hat sich eine ganze Zeit lang von einer Witzfigur regieren lassen. Das könnt ihr so zitieren. Joa, ich muss mich hier kurz konzentrieren, damit ich hier wieder den Anschluss finde. Es gibt natürlich auch sehr dumme Witze im Internet zu finden über Nazis und über Adolf Hitler. Zwei habe ich herausgesucht, die ziemlich dämlich sind und ziemlich, ja, fast nicht mehr ulkig sind, aber ja, durchaus vorlesenswert, um mal dumme Beispiele gehört zu haben. Hitler wurde mit 16 Jahren aus dem Haus geworfen, mit der Begründung, sieh zu, dass du Land gewinnst. Ja. Nazi-Witze, um Himmlers Willen, wer macht denn sowas? Dumms, zirp, zirp. Ja, manche Witze sollte man auch nur einmal machen. Muss man nicht wiederholen.
Jo, so sieht's aus. Aber ein sehr guter Witz, wie ich finde. Also mein Lieblings-Nazi-Witz. Kann ich euch gleich mal vorlesen, wenn ich von dieser Brücke runter bin. Sonst falle ich hier noch. Das wäre nicht so toll. Das wäre kein so toller Anblick. Das sind wir schon ein paar Mal. Ich muss hier wieder Holz sammeln. Blumenbeet, das müssen wir mal wieder für die Schafe benutzen. Das heißt mal wieder, das müssen wir für die Schafe benutzen. Folgendes. Hier mal ein schöner Blick auf das Dorf. Passt auf. Hitler fährt mit seinen Generälen durch ein Dorf. Dabei überfahren sie ein Schwein. Hitler schickt seinen Soldaten zum Bauern, um ihm die schlechte Nachricht zu überbringen. Der Soldat kommt kurze Zeit später mit Geschenken überhäuft zurück. Hitler, wie haben Sie das gemacht? Sekunde, das muss ich anders sprechen. Hitler, wie haben Sie das gemacht? Genau so. Angst. Der Soldat, ich habe gerufen. Die Sau ist tot. Ja, den Spruch musste ich jetzt leider. Ihr könnt euch den Ruf musste ich jetzt leider zensieren. Ich habe gerufen. Die Sau ist tot. Ja. Ich mag den irgendwie. Es ist ein bisschen. Es ist ein bisschen makaber, aber. Ja. Holz. Vielleicht haben wir noch was im Keller. Holz im Keller. Ich glaube nicht, aber kann man nachschauen. Hier habe ich eine ganze Seite von der Witze. Ziemlich makaber und. Ja, ich denke, man kann das machen. Also, wer sich beschweren will jetzt in den Kommentaren, kann das gerne tun. Ich hoffe, das Video wird mir jetzt nicht weggestrikt. Deswegen. Ich hoffe, man versteht ein bisschen Humor und ja, das Thema ist, ich bin wirklich der Meinung, ihr könnt mit mir gerne darüber diskutieren. Wenn ihr anderer Meinung seid, könnt ihr das gerne mir auch so sagen. Ich bin aber der Meinung, man darf über alles lachen und gerade über das Thema umso mehr, umso besser. Man sollte nicht aufhören, darüber Witze zu machen und darüber zu lachen. Es ist gerade in Zeiten, wo Leute das ernst nehmen und das zu ernst nehmen und für sich als Ideologie nehmen und gerade auch in einer Zeit, wo Politiker das als für sich als Ideologie nehmen und wo der Rechtsextremismus in Europa und in Deutschland wieder stark und wieder aktiv wird, wo wir in Deutschland auch eine Partei haben, die rechtspopulistisch, faschistisch unterwegs ist und sich da wirklich Mitteln bedient, die man wirklich in alten in Aufzeichnungen aus der besagten Zeit wiederfindet. Es ist, ja, in solchen Zeiten muss man, es ist, ja, auch damals, 1945, in der Zeit wurde über Hitler und über Nazis gelacht. Das ist, ja. Damals war es deutlich gefährlicher, über sowas zu lachen. Aber die Leute haben trotzdem darüber gelacht. Damals konnte das den Tod bedeuten. Autsch. Über sowas zu lachen. Oh ja, den kenne ich auch. Der Witz ist auch noch. Das ist auch nicht schlecht. Kann ich auch noch vorlesen. Den kenne ich auch, der ist auch bekannt, relativ. Ein in Amerika lebender Jude hat sich ein Hitler-Bild an die Wand gehängt. Oh, der YouTube-Algorithmus, der wird mich ficken. Jetzt habe ich Jude, Hitler und ficken in einem Satz gesagt. In kürzester Zeit. Au. Ich hoffe wirklich, dass das Video wird hier nicht rausgeclaimt. Es wird Nacht, ich muss schlafen gehen.
Ich muss den Witz zu Ende erzählen. Im Sonnenuntergang. In Amerika lebender Jude hat sich ein Hitlerbild an die Wand gehängt. Fragt ihn ein anderer Jude: Sag mal, bist du Meschugge? Entgegnet ihm sein Freund: Das ist gut gegen allzu viel Heimweh. Autsch. Jetzt bin ich hier runtergefallen. Ja. Wer ist der schlechteste Golfer aller Zeiten? Adolf Hitler, der ist nie mehr aus dem Bunker rausgekommen. Makaber, makaber, makaber. Ich liebe makabere, schwarze Humor. Witze. Ja, so kann man den Satz beenden. Was ist der Unterschied zwischen Hitler und einem Tumor? Der Tumor kann gutartig sein. Das drückt es ganz gut aus. Es war eine schlechte und böse Zeit und es soll doch nie in Vergessenheit geraten und niemals als zu lustig und zu witzig dargestellt werden. Aber na, vielleicht nicht aber, sondern und. Und man sollte trotzdem Witze drüber machen. Sonst siegt das Leid und das Hass und der Hass. Und ja, ich hoffe, man versteht halbwegs, was ich sagen will. Es ist: Womit kämpft man am besten gegen Leid und Qualen und gegen Hass und Unheil? Mit Witz und Lustigkeit und ja, mit Lachen. Weinen mit Lachen besiegen. Das dazu. Im Thumbnail, noch ein Punkt, den ich vielleicht sagen wollte, im Thumbnail habe ich ja einen Screenshot von Wolfenstein 2 genommen für das Thumbnail, was ich schon vorher produziert habe, ja, vor diesem Part, weil ich ja wusste, worum es geht, habe ich das Thumbnail schon mal im Vorhinein gemacht. Da sind zwei Sachen auf dem Thumbnail, einmal der Screenshot aus Wolfenstein 2 und ein Minecraft-Skin, der etwas daneben ist. Ja, das ist natürlich blöd, wenn man hier stirbt. Das ist auch blöd. Es ist natürlich die eine Sache. Es gibt, da muss man natürlich gucken, wo man die Grenze zieht. Solche Sachen wie mit einem Hitler-Skin in Minecraft rumzulaufen, das ist natürlich schlecht, das ist natürlich deutlich. Das darf man natürlich nicht. Das kann man natürlich nicht irgendwie rechtfertigen. Das andere ist, ja, Wolfenstein 2, da war es ein richtiges Thema. Da wurde das Spiel wirklich richtig zensiert, richtig gehend zensiert damit, dass zum Beispiel der Hitler in Wolfenstein 2 keinen Bart hat. Und wie wird er, glaube ich, genannt? Ich glaube, Kanzler wird er genannt und Heiler wird er genannt. Herr Heiler. Ja. Und die Symbole, die Hakenkreuze in Wolfenstein 2 haben sie auch ausgeblendet und gegen andere Symboliken ausgetauscht. Dann fragt man sich wieder, muss das sein? Muss man da so weit gehen? Ich meine, es ist ja nicht unerkennbar. Also es ist ja jetzt wirklich so unkenntlich wurde der jetzt nicht gemacht, dass man ihn nicht mehr erkennt. Und ich finde,
Also ich finde wirklich, ich habe Wolfenstein 2 selbst nie bis zu dieser Stelle bekommen, aber ich habe es mal in einem Let's Play gesehen. Ich finde wirklich in Wolfenstein 2 die Rolle, die dort dem Adolf gegeben wurde, das ist also, da kann, glaube ich, niemals jemand sagen, dass die irgendwie positiv dargestellt wurde. Also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, pisst er sich da selbst noch ein und ist halt nur ein alter, wackeliger Opa, dem halt wirklich jegliches Menschsein fehlt. Also der halt wirklich jede Würde und die Figur in diesem Spiel ist halt wirklich, das ist halt wirklich ein alter, seniler Opa. Und das war er ja auch zum Schluss, wenn man mal Dokus guckt, wenn man einige Dokus über Adolf Hitler guckt und über den Zweiten Weltkrieg. Beste Sache da, also ist jetzt keine Doku, ist ein Spielfilm. Kann ich auch mal empfehlen, kann ich auch mal den Film weiterempfehlen, den Film mal zu gucken. Gebe ich euch als Hausaufgabe auf, guckt euch mal den Film Der Untergang an. Da sieht man es teilweise ganz gut, wie er wirklich zum Ende hin auch sehr gut zu sehen war als seniler Trottel, der er war. Das ist halt wirklich als der Adolf Hitler, das war ein verrückter, ein kranker, verrückter, es ist ein, ja, ich weiß nicht, wie man das noch sagen kann, aber er war krank, er war verrückt, er hatte nicht mehr alle, der war psychisch nicht zurechnungsfähig und so einem Mensch hat man die, ja, sorry, dass ich das Wort sage, aber die Führung über ein Land überlassen. Und den hat man in die Macht gelassen, den hat man regieren lassen. Das ist, versteht ihr, was ich meine? Das ist, war wirklich, also wenn man wirklich auch Bilder, wirklich echte Bilder aus der damaligen Zeit sieht, also es ist fast ein authentisches Bild, wie er in Wolfenstein 2 dargestellt wird. Es ist fast authentisch, es ist fast geschichtstreu, wie er da dargestellt wird. Der hatte da immer mit seiner rechten Hand so ein bisschen das Zucken. Also, ja, das, ich weiß, wie das jetzt klingt, aber hat da so ein bisschen, kann man dazu spastisch sagen, aber er hat so ein bisschen, spastisch war es, glaube ich, nicht, aber hat da so ein bisschen gewackelt und gezittert. Es war körperlich und auch geistig nicht ganz. Der war nicht ganz in Ordnung. Es ist eine Figur, über die man sich lustig machen kann und darf. Man sollte ihn vielleicht auch so darstellen, wie er war. Also es ist vielleicht gar nicht die Aufgabe, ihn witzig darzustellen, sondern ihn zu lustig darzustellen, sondern vielleicht auch so darzustellen, wie er war. Und das macht Wolfenstein vielleicht auch irgendwie ein bisschen. In gewisser Weise. Finde ich schon. Und man kann es wirklich fast so sehen. Und ich finde es wirklich eine Saunummer eigentlich, das Spiel zu zensieren. Also das Spiel hat sich nicht selbst zensiert. Das muss man wirklich so sagen. Also die Entwickler haben das nicht selbst zensiert. Das ist in Deutschland, also ich glaube in Amerika ist das unzensiert auf dem Markt zu kriegen. In Deutschland nur nicht. Also in Deutschland kriegst du das nicht ohne. Ist das nur ohne Symboliken und ohne Hitlerbart? Ja. Mein Gott, ich sag mal, es ist wirklich zur Aufklärung. Es gibt, glaube ich, sogar ein Gesetz, dass das niederschreibt, dass man zur Aufklärung wirklich sogar rechtsextreme Symbole verwenden darf, dass man, wenn man wirklich in der Schule oder sowas zu Bildungssachen mal was zeigen will, wenn man den Kindern mal zeigen will,
Leute, das sind die Symbole, die damals verwendet wurden. Also ich würde es jetzt in einem Video niemals machen. Nee, ich bin nicht lebensmüde. Also, ich würde jetzt hier im Video niemals solche Symbole, Nazi-Symbole einblenden. Aber da bin ich jetzt schon mal vorsichtig genug zu. Deshalb auch für Thumbnail Wolfenstein 2 Screenshots. Das ist halt schon. Ja, es ist auch schon zensiert. Es ist ja die zensierte Version. Es ist. Ja, darüber kann man, glaube ich, Ewigkeiten reden. Nun haben wir leider nicht mehr die Zeit, in diesem Part Ewigkeiten lang zu reden. Nun würde ich jetzt langsam mal zum Ende kommen. Für alle, die da trotzdem sagen, ja, das kann man nicht machen, du sollst nicht so viel über solche Themen reden. Denen sei gesagt, ist jetzt mit diesem Part erledigt. Das ist jetzt, war eine einmalige Sache hier. Wäre natürlich öfters noch über solche über ähnliche Themen reden, wir werden über Rechtsextremismus und über die AfD werde ich auch oft genug noch reden, das wird sie in meinen Videos nicht vermeiden lassen, aber Hitlerwitze kommen bei mir nicht mehr vor, zumindest in nächster Zeit nicht mehr. Da kommt jetzt, es wird jetzt keine Special Parts mehr für irgendwelche Sachen nehmen. Wo kann man noch was zu sagen? Bei den 18 hätte man noch was machen können. Hätte man nicht machen können. Aber ja. Ihr versteht, was ich meine. Es wird auch bei anderen Projekten, bei der 88, jetzt nicht mehr dazu kommen. So ein langes Projekt. Macht jetzt halt nur Minecraft Arno. Im nächsten Part ein anderes Thema. Part 89. Dann bauen wir dann wahrscheinlich die Brücke noch weiter. Das wird jetzt hier wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis wir die Brücke ans Ziel gebracht haben. Wird eine lange Brücke. Aber es verbindet gut unser Dorf mit dem Rest der Welt. Nicht nur mit einer Basis. Da können wir dann von hier aus auch, von dem Dorf aus, in den Rest der Welt aufbrechen. Au! Zombie. Nein, das ist ein Skelett. Nicht sterben, nicht sterben. Creeper! Oha! Verdammt, schnell ins Bett und schlafen. Ich werde von allen Seiten angegriffen. Die Monster sind schon da. Hat er jetzt das Beet in die Luft gesprengt oder was? Hoffen wir es nicht. So, ich sag's mal trotzdem. Daumen nach oben, sollte euch dieser Part schon gefallen haben. Sollte euch dieser Part gefallen haben. Lasst den Abo da, wenn ihr neu seid. Schreibt ordentlich in die Kommentare. Oh, ich habe mich jetzt gerade vor der Rüstung erschreckt. Ich dachte, da steht ein Monster in meinem Haus. So ein Zombie oder so. Oh Mann. Ist ja noch gerade so gut gelaufen. Hat er tatsächlich ein Loch ins Feld gesprengt. Nichts allzu Schlimmes. So, na dann. Man sieht sich. Bis dahin und ciao, ciao. Ich räume derweil hier mal ein bisschen auf. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ciao, ciao. Sie haben wunderschöne Glocken. Ja, das sind die Glocken meiner Großmutter.